Yo, Pyrus, was geht? Wir haben jetzt endlich den 29.11. Ich bin gerade erst aufgestanden. Im Hintergrund läuft noch der Manager-Stream. Geht auf jeden Fall noch gut ab mit über 600 Zuschauern. Wir können ja hier mal nochmal gucken. 29.12. 4:33 Uhr. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal kurz essen und die anderen wecken. Und dann geht's dann auch schon um circa 5 Uhr los. Vorher wird natürlich noch was gezündet. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal, bevor wir losfahren. Bis gleich. Ich wollte mich auf jeden Fall bedanken für fast 600 Abonnenten. Echt unglaublich, auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. An Silvester wird auf jeden Fall mal noch ein fettes Special gedreht. Jetzt sehen wir uns gleich wieder. Ich melde mich jetzt kurz nochmal zurück, bevor wir losfahren. Das werden wir alles mitnehmen jetzt hier. Hier drüben die Einkaufsliste. Dann hier ein paar Packungen Moskitos. Die sind für Mr. Pyroman. Dann hier noch was zum Zünden, so wie die Kolibri. Und dann haben wir hier noch die GoPro und einen extra Akku. Zudem nehme ich natürlich auch noch Geld mit. Jetzt gehen wir auf jeden Fall raus, zünden was, dann geht's auch schon los. So, wir zünden jetzt hier noch traditionell hier die Feuerfritze von Weco. Viel Spaß! Sehr schwach, noch der zweite. Der wollte gar nicht. Hol ich noch die anderen zwei. Ja, sehr schön, jetzt kann's auch losgehen. Rakete, weißer Schlag, dumper Hall. Hol die Böller aus den Taschen, genießt den Tag, als wär's dein letzter. Das ist unsere Zeit, Pyrus, Feuerkunst Silvester. Es ist soweit, es ist Pyro-Zeit. Highspeed Fireworks, Deutschlands Frühherz brennt über heiß. Das ist unendlich viel Spaß, Silvester und der Einkauf. Jedes Jahr das Highlight, Pyro-Blut, Kreislauf. Es ist soweit, es ist Pyro-Zeit. Highspeed Fireworks, Deutschlands Frühherz brennt über heiß. Das ist unendlich viel Spaß, Silvester und der Einkauf. Jedes Jahr das Highlight, Pyro-Blut, Kreislauf. Alles Blick war jetzt erfolgreich. Leider gab es ein Sortiment nicht. Dafür gab es die Celebration Cracker XXL sowie die Rambos. Und ja, jetzt geht es noch kurz zum Tanken und danach geht's dann. Danach geht es dann zum Kaufland und zum Lidl. Bis gleich. Es ist das Ende des Jahres, wieder mal Silvesterzeit. Die ganzen Läden haben offen und ich kauf alles ein. Heute ist mir nicht zu teuer, ich hab genug Geld dabei. Weil einmal im Jahr darf's ruhig etwas mehr sein. Also fahr ich mit Auto, weil es einfach zu viel wird. Egal ob's Böller, Raketen, Fontänen oder Batterien. Ich seh Väter und Söhne einkaufen im Laden. Es erinnert mich an meine Kindheit, wenn sie fragen, können wir das bitte noch kaufen? Und das brauchen wir auch noch. Ich kann mir genau vorstellen, wie ihr Herz dabei laut auf diese Zauber verpacken. Unendlich schön Sachen und schon am ersten Verkaufstag hörst du jede ganze Kraft, es sind die Böller-Kids. So, jetzt hier bei Kaufland gekauft, einmal die Alien und dreimal die Bloody Mary. So, jetzt geht es weiter zu Lidl. So, kleine Planänderung, Lidl hat ja irgendwie noch zu und macht jetzt um 8 Uhr auf. Letztes Jahr hatte der auf jeden Fall um 7 Uhr offen gehabt. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter zu Aldi und Thomas Philips. Tage und lass es krachen, weil mich keiner aufhalten kann. Das ist mein Tag, auch wenn es keiner begreifen mag. Und bis zum letzten Tropfen steckt der Funke im Blut, heißt. So, wir sind bei Aldi jetzt angekommen. Gehen gleich mal rein und schauen, ob wir filmen können. Headbanger Knall, dieser Blitz, dieser Schlag, der erzitternde Hall. Das ist mein Tag, ich geh in die chinesische Kunst. Tütenweise Böller-Power gehen in die Luft. Dieses bunte Sortiment von kleinen Böller bis zum Feuertopf. Ich lass Straßen erstrahlen, guck, die Dragonfire feuert noch. Und weil die Zeit so knapp ist. Aldi war jetzt erfolgreich. Wir haben einiges bekommen. Hier sogar ein Raketensortiment, das neue Galahad. So, ist es jetzt 20 vor 8. Wir stehen schon vor Thomas Philips. Die machen eigentlich erst um 8 auf. Aber ich würde sagen, wir schauen trotzdem mal gleich um die Ecke. Mit wild geschossen, es ist übergut. Das Element, was uns verbindet, ist das Pyro. Klarer Himmel, kalte Luft, ein paar Böller in der Jacke. Bin ich unterwegs am Tag der Tage und lass es krachen.
wenn es keiner begreift. Klarer Himmel, kalte Luft, ein paar Böller in der Jacke, bin ich unterwegs am Tag. So, Thomas Philipp war jetzt erfolgreich. Wir haben fast alles bekommen, bis auf ein kleines Raketensortiment. Und dann räumen wir jetzt alles ein und dann geht's weiter zu Lidl. So sieht jetzt der ganze Kofferraum aus, ist schon gut gefüllt. Hier mit den ganzen Raketensortimenten. So, jetzt sind wir schon gleich bei Lidl. Hier, zweiter Versuch. Highspeed Fireworks. Grüße gehen raus an den besten Pyronitrat. Die Tür geht auf, also rein in den Laden. Ende des Jahres, schwarze Künstler. Lidl war jetzt erfolgreich beim zweiten Anlauf. Nach langem Warten haben wir auch die Black Ice bekommen. Hier Final Fantasy, Goldrausch und auf jeden Fall einen Haufen Batterien, Painted Sky, Night Hollow, alles dabei. Und dann laden wir das Ganze jetzt mal ein. Und dann geht's weiter zu den letzten zwei Läden, und zwar Norma und Penny. Im Bad ist es eiskalt, weißer Schnee und alle kaufen ein. Für den großen Tag die heiße Ware, Pyro vor Leib. Hier sind wir jetzt am Norma, gehen direkt mal rein und schauen, was wir so finden. Und bleiben, wenn dieser Bass des Herzen kletzert durch die Adern fließt, bin ich aufgepusht und wach, bis der Tag anbricht. Was geht an alle Pyros? Das ist unser Tag, unsere Nacht. Also wird der Himmel bunt gemacht. Lass es knallen, wir sind Pyros vor Leib. Bald ist Silvester, wir spüren den Reiz, kalte Jahreszeit und Schnee und Eis. Feuerwerk, bis der Blutdruck steigt, lass es knallen, wir sind Pyros for life. Bald ist Silvester, wir spüren den Reiz, kalte Jahreszeit und Schnee und Eis. Hier haben wir das Ganze, was wir nochmal eingekauft haben, einen Haufen Raketensortimente. Hier einmal das Rocket Rally, Metalhead, dann hier noch das Ultimate Mix, nochmal das Rocket Rally und hier noch zuletzt das Choose of Fire. Dann packen wir jetzt noch die paar Batterien rein. Dann haben wir einmal hier die Outlaw und die Mephisto's Fire. Die Outlaw haben wir zweimal. So, dann geht es jetzt auch weiter zu unserem letzten Discounter, und zwar zu Penny. Nachgedacht, das wird niemand außer uns jemals verstehen. Auch wer den Funken im Blut hat, wird sich selbst darin sehen. Wenn die Tage kürzer werden, kommt es wieder das Gefühl. Aus den schönsten Kindertagen, wenn die Sterne bunt verglühen. Also raus auf die Straße, lass es brennen, unser Pyroherz. Highspeed Fireworks, ein Leben für das Feuerwerk. Lass es knallen, wir sind Pyros for life. Bald ist Silvester, wir spüren den Reiz. Kalte Jahreszeit und Schnee und Eis. Feuerwerk, bis der Blutdruck steigt. Lass es knallen, wir sind Pyros for life. Bald ist Silvester, wir spüren den Reiz. Kalte Jahreszeit und... Wir sind jetzt hier aus dem Penny draußen, haben hier einmal das Family Star gekauft und noch als zweiten Artikel die Bungee. Mehr wurde es hier auch nicht. Und dann sind wir jetzt auch fertig mit unserer Einkaufstour 2016. Und dann gehen wir jetzt mal heim, alles ausladen und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir sind jetzt zu Hause angekommen und was sehe ich hier? Zwei Pakete, anscheinend von Pyroland. Mega geil, kommt später auf jeden Fall ein Unboxing. Und hier jetzt das ganze Feuerwerk. Bringen wir jetzt auf jeden Fall mal hoch und dann gibt es noch eine kleine Gesamtübersicht. So, und willkommen zurück zur Gesamtübersicht. Ihr seht es wahrscheinlich schon, es ist einiges geworden. Ich bekomme fast nicht alles aufs Bild. Aber ich würde sagen, wir gehen trotzdem nochmal auf die Artikel drauf ein bisschen. Hinten stehen natürlich die ganzen Raketensortimente. Dann haben wir links zum Beispiel erst die Goldrausch-Raketen, dann rechts daneben die Nico-Raketen aus Norma, und zwar das Rocket Rally, Metalhead, Choose of Fire und nochmal das Rocket Rally. Dann da das allseits bekannte Fire Fantasy. Dann da eine Neuheit noch, neben den Skyburners-Raketen, das Galahad aus dem Aldi. Dann hier noch ein verstecktes Penny-Sortiment, das Family Stars für 5,55. Dann hier Utopia, ein Keller-Sortiment bzw. Komet. Dann hier auch noch zwei. Dann hier auch noch zwei Keller-Sortimente, Star Mission aus dem Thomas Phillips. Und dann hier dreimal Party Rock aus dem Alles Billig für 3,33. Musste man einfach zuschlagen. Da hinten noch einen. Dahinter noch ein Keller-Sortiment aus dem Thomas Phillips. Hier noch Escape, auch aus dem Thomas Phillips. Und ganz links befindet sich noch einmal das Ultimate Mix aus Norma. So, dann geht es hier hinten links weiter mit den Batterien. Achtmal die Artus, dreimal die Bloody Mary und einmal die Hellboy. So wie da hinten die Merlin. Dann darunter die Bombenrolle, zweimal das Thunderkong Bulkpack, zweimal der King und zweimal Flashbang. Hier das allseits bekannte Krache-Entferner noch
Hier vorne ein Haufen kubische Kanonenschläge. Hier drüben Leuchtsortimente. Außen Aldi und Lidl. Dann hier auch noch Sachen aus dem Thomas Philips dabei. Dann kommen wir nochmal kurz hier rüber. Hier verschiedenste Batterien, Night Hauler, Black Ice, Painted Sky. Alles richtig fette Teile. Noch ein paar D-Schinken, noch mehr Kubis und ja, Thunder Smoke, gab's beim Alles Billig. Dann hier noch Celebration Cracker, gab's auch dort. Dann noch ein paar kleine Batterien, die Neuheiten, Elysium, Discovery, also Discovery als Neuheit. Und dann noch Alien, Wilde Hummel und Merlin. Da unten noch die allseits bekannte Laser, außen Lidl. Da hinten auch noch die schöne Outlaw. Hier verstecken sich auch noch ein paar Böller da drüben. Hier die Horrorschocker, Knallketten von Keller und Mephisto's Fire ist auch noch da hinten irgendwo drunter. Hier vorne noch eine kleine Knallkette von Komet und daneben die Naughty Screamers. Dann sollte es jetzt auch im Groben und Ganzen gewesen sein. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie viel ihr ausgegeben habt und ob ihr erfolgreich wart. Bei mir haben jetzt nur 2 Raketensortimente gefehlt, weil es die irgendwie nicht gab. Aber halb so schlimm. Wie ihr seht, habe ich ja hier trotzdem noch einige. Und ja, vergiss auf jeden Fall nicht zu abonnieren, um kein weiteres Video von mir zu verpassen. Gibt auf jeden Fall nächstes Jahr einen Haufen geiler Testvideos von den ganzen Artikeln. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein und ciao. Funke im Blut, Funke im Blut. Feuerwerk ist es wie Sucht, es kriegt nicht genug. Silvester für immer, wir Pyros bleiben immer jung. Sterne verglühen, doch was bleibt, ist die Erinnerung.